Oh, entschuldige, da muss ich rangehen, also... Hey, Ray. Hey, Henry. Wie geht's? Ich hab Hunger, ich bin... hübsch und hungrig. Hey, Henry. Oh, Charla arbeitet schon? Ja, das tut sie und wir wollen frühstücken. Also, bevor du herkommst, gehst du noch zum Waffelhaus und holst uns 9 Waffeln und ein Dutzend Fettkekse. Außerdem... frisches Obst. Frisches Obst? Ich bin Charlotte und ich will frisches Obst. Hey Leute, hört zu. Tut mir leid, aber ich bin auch krank. Ich komme nicht zur Arbeit. Du fehlst aber schon seit 3 Tagen. Wie wär's, wenn du mal zum Arzt gehen würdest? Das ist bloß eine Erkältung. Aber ich bin auch ziemlich matt und ich hab Fieber. Es wäre besser... Ja klar, das verstehe ich. Du kannst zu Hause bleiben und dich ausruhen, solange du willst. Cool, danke, Mann. Nichts zu danken. Na dann. Ja, okay. Dieser miese kleine Mistkerl! Hey, Ray! Was ist? Hey, das kannst du doch nicht machen! Tut mir leid. Sorry, Schwartz. Ich wollte nicht dich mit der Flasche treffen. Hast du aber. Ich bin einfach sauer, dass Henry mich anlügt. Augenblick. Du denkst, dass Henry lügt und überhaupt nicht krank ist? Ich weiß doch, dass er lügt! Ray Manchester, wie kannst du sowas sagen? Du denkst also, dass er die Wahrheit sagt? Natürlich. Und ich denke, dass er lügt. Und darum werden wir das herausfinden. Was heißt das? Schwartz? Nein, tu mir bitte nicht nochmal weh. Ich habe einen Auftrag für dich. Und dafür wirst du dich verkleiden. Ist gut, ich werde mich verkleiden, okay. Ja, also du wirst dich in Henrys Haus schleichen. Und da installierst du ein paar Kameras und Mikrofone und damit wird er ausspioniert. Ach, wir spionieren Henry nach. Yep. Nein! Das werdet ihr nicht tun, das erlaube ich euch beiden nicht. Oh, sie sagt mal wieder nein. Ihr verletzt damit seine Privatsphäre und das ist falsch. Hey, ich will aber auf keinen Fall, dass du sofort zu den Röhren rennst, um Henry zu warnen. Nein, stopp, komm wieder zurück. Ha! Rauf die Röhre, hopp! Röhrentransport blockiert. Was? Jetzt wechsle ich auf manuelle Kontrolle. Weil ich sie abgeschaltet habe. Oh, abgeschaltet? Ja. Versuch's mal mit Springen, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Okay, in dieser blöden Röhre bleib ich nicht eingesperrt. Okay. Auf die Röhre, hopp. Und runter mit der anderen Röhre. Und Charlotte. So. Die andere Röhre, bist du nun zufrieden? Also wirklich, Ray, du bist unverbesserlich. Ich weiß nicht, was du meinst.